Jo, Freunde, was geht ab? Ich melde mich heute einen Tag nach meiner Operation. Wie geht's? Ja, es könnte besser sein auf jeden Fall. Es könnte auf jeden Fall besser sein. Aber es ist jetzt auf jeden Fall schon besser als gestern und die Nacht. Ich hatte noch bis 3 Uhr nachts scheiß Nachblutungen. Und was mich auch ziemlich stört, so, ich darf nicht mal meine Nase putzen oder sowas. Wäre halt zu viel Druck und so. Dann könnten wieder Nachblutungen entstehen. Aber ich wollte heute auf jeden Fall noch ein Video raushauen. Und Gatchaboy hat mir wieder ein paar. Also, ich habe mir wieder über Gatchaboy ein paar Quizzes geholt. Checkt auf jeden Fall den Link in der Beschreibung aus. Ich werde wieder seinen Twitter und sein Facebook verlinken. Tut mir leid, wenn ich heute nicht so hype drehen kann. So. Ich muss mich gerade richtig anstrengen, die Wörter halbwegs ordentlich auszusprechen, weil meine ganze Fresse geschwollen ist. Und deswegen kann ich leider nicht so krass abgehen oder nicht so krass hypen. Und ja, wir werden auf jeden Fall 6 Tickets haben uns machen und ich hoffe natürlich, dass wir was krasses ziehen, ne? Gar keine Frage. Super Saiyan 3, also ich könnte eigentlich alle auf jeden Fall nochmal gebrauchen, die da gerade auf dem Banner so zu sehen sind, weil ich von keinen wirklichen Dupe habe. Super Saiyan 2 Gohan habe ich gar nicht, den Vegeta habe ich gar nicht, die C18 habe ich nicht. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten Ticket. Das sind ja garantierte Sparking-Tickets. Und ja, ich hoffe natürlich auf ein paar coole Summons, ne? Nicht irgendwelche, wie zum Beispiel den roten SDR sagen, den roten Super Saiyan 1 Goku, den man am Anfang bekommen hat. Das wäre jetzt kein Job, den ich mich freuen würde. Und ein paar Hype-Animationen wäre natürlich auch nice. Möchte mal hier aufnehmen, wie ich Super Saiyan 3 kriege oder so. Also die Dragon Fist. Das ist ja auch mal nice. Hat das zum Beispiel gar keine coole Animation? Ah doch! Ey, das gibt's nicht. Ich hab's gerade noch gesagt, Alter. Ich hab's gerade noch gesagt. Das gibt's doch nicht, Alter. Ah, und genau so ein Char will ich jetzt nicht unbedingt haben, ne? Aber naja. Ich hab's gerade noch gesagt, Alter. Super Saiyan 3 Dragon Fist Animation. Und dann sage ich noch so, nee, kommt nicht. Kommt nichts Cooles und dann kommt das. Krass. Naja, auf jeden Fall 5 Star, den könnte schlimmer sein. Ich glaube, so scheiße ist der auch gar nicht. Aber es ist nicht unbedingt ein Char, den ich handeln wollen würde. So, wir haben noch 5 Tickets. Gehen wir in den nächsten Summon. So, noch eine Hype-Animation Bardock oder so. Okay, es liegt gar nichts mit. Aber wir wissen ja, dass es ein Sparking ist. So, in den normalen Sammeln würde ich jetzt schon wieder skippen. Wenn da nichts kommt. Ganz normale Animation. Er verliert noch, aber Vegeta kommt dazu, oder? Naja. Das? Nicht mal das, Alter. Oh, Fake Out. Wie unerwartet. Ah, den Vegeta haben wir noch nicht. Nice. Den nehmen wir mit. Den Margin Vegeta nehmen wir definitiv mit. Aber den hatte ich noch nicht. Über neue Chars freue ich mich immer am meisten. Das ist halt einfach so. Man möchte halt einfach seine Sammlung erweitern. Ich glaube, das versteht jeder, der solche Spiele spielt. Zudem scheine ich hier noch einen Husten zu kriegen, ja, das kotzt mich richtig an. Ich hoffe, dass ich morgen schon wieder ein bisschen fitter bin. Ne? Ich meine, ich mache mir jetzt gerade zum Frühstück eine scheiß 5-Minuten-Terrine, weil ich nichts kauen kann. Ne? Zum Kotzen ist das. So, genug geheult. Nächster Summon. 4 Tickets haben wir noch. Kommt noch irgendeine Hype-Animation. Dragon Balls und so. 5 Raumschiffe. Super Saiyan. Und das ist bestimmt einfach nur dieses Kamehameha, was er gewinnt. Oder ins. Ja, was er gewinnt. Ah, goldene Schrift hatte ich lange nicht mehr. Ist das Sparking garantiert? Goldene Schrift. Und jetzt gewinnt er bestimmt einfach nur das Kamehameha. Okay, nicht. Ich hab nichts. Ah, nochmal Super Saiyan 3, Alter. Ich hab vorhin gesagt, ich möchte das mal aufnehmen, wie ich das bekomme. Jetzt bekomme ich es direkt 2-mal, Alter. Holy shit, man. Und? Ah, Gogeta! Nehme ich mit. Jetzt ist meiner 4 Sterne. Da beschwere ich mich weniger. Gogeta ist eine fucking nice Karte. Natürlich, wie gesagt, man möchte immer mehr so Chars haben, die man noch nicht hat. Aber Gogeta ist nice. Da beschwere ich mich auf jeden Fall nicht. Was, Matze, du beschwerst dich nicht? Was ist denn da los? So, wir haben noch 3 Tickets. Wir werden jetzt einen Group-Summon machen, okay? Also ihr, egal welches Spiel so, ihr macht jetzt euer Handy, Nox, Bluestacks bereit, wie auch immer.
Ich werde gleich in die Animation gehen, dann lassen wir, dann zähle ich von 3 runter und dann lassen wir gemeinsam los und ihr schreibt mir in die Kommentare, was ihr bekommen habt. Ich werde auf jeden Fall Sparken kriegen. So viel ist schon mal klar. So, Matze, nicht vergessen, du musst runterzählen. Nicht vergessen. So, wieder 5 Raumschiffe. Kein Super Saiyan. Kriegen wir wieder Super Saiyan 3 Animation. Möchte auch noch eine der anderen Animationen, das wäre auch nice. So, ich werde jetzt von 3 runterziehen und dann lassen wir gemeinsam los. 3, 2, 1, go. Und ihr schreibt mir in die Kommentare natürlich, was ihr gezogen habt. Ah ja, okay, erst Stunt. Wieder paar die Fresse. Piu, 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 piu. Und... Ah, den habe ich jetzt... Habe ich den jetzt? 4 oder 5 Sterne? 4 Sterne. Der Vegeta ist fucking nice. Ich hab mich erst total beschwert, dass ich den bekommen hatte beim ersten Mal. Aber der ist richtig stark. Bei den PvP-Maschine. So, wir haben noch 2 Tickets. Mal gucken, was wir aus den 2 Tickets noch bekommen können. So, nächster Sammeln. Auf geht's, ab geht's. Und... Tau, bye bye. Oh, Sparking garantiert. Super Saiyan. Happy hat gerade seine 5 Minuten, der Rastetier hat wieder im Hintergrund richtig aus. Idiote. Ah, wieder goldene Schrift. So, kommt nur... Trunks-Animation habe ich auch nicht auf. Ah, er ist einfach nur stunt. Vielleicht kriegen wir ja im letzten Summer nochmal die Trunks-Animation, die habe ich auch noch nicht aufgenommen. Gehabt habe ich sie schon. Ah, cooler. Aber ich habe ihn nicht. Nicht, dass ihr denkt, ich beschwere mich wieder. Ich habe Cooler noch nicht. Deswegen nehme ich ihn. Ist jetzt kein Char, den ich unbedingt wollte. Auf gar keinen Fall. Ah, das ist ein neuer Char. Und deswegen nehme ich den mit. Das ist der letzte Summon jetzt. Und ich gehe mal noch einmal kurz raus. Ich gucke mir noch mal einmal kurz an, welchen ich unbedingt haben wollen würde. Also Cooler nicht. Hat man jetzt gerade. Super Saiyan 2 Gohan. Der super nice. Ich finde auch das Artwork richtig fresh. Piccolo habe ich. Gogeta habe ich. Janemba habe ich. 18 habe ich nicht. Super Saiyan 3 habe ich. Warte, Vegeta habe ich. Goku Black wäre ultra nice. Über Goku Black würde ich mich auch richtig freuen. Broly, den würde ich im Dupe auf jeden Fall nehmen. Den Kaioken Goku würde ich auf jeden Fall nehmen. Gott Goku, den wäre meiner auf 5 Sterne. Ja, okay. Bitte, gib mir einen Char, den ich brauche. Bitte, 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 komm schon. Letzter Summon. Kann ich dagegen. Ah, könnte vielleicht... Zerstörter Name, vielleicht kommt Trunks dazu? Mal gucken. Ah ne, der kommt ja dann mal direkt am Anfang, ne? Glaube ich. Ne, der kommt nicht dazu. Einfach nur gewonnen, das kann man ja. Piu! Komm, Goku Black. Goku Black, Goku Black, Goku Black, Goku Black. Oh, nein. Ah, okay, der hätte jetzt echt nicht sein müssen. Ah, shitty, shitty, shit. Schade, schade. Hier haben wir auch schon wieder fast den Stepper. Vielleicht? Schreibt mir in die Kommentare, ob ich den Step-Up hier noch fertig machen soll. Ich bin hier bei Step 5, das wären halt noch 3 Multis und ein Ticket. Könnte ich halt auch nochmal in ein Video packen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr wollt, dass ich das nochmal beende, den Step-Up. Weil lohnen würde es sich schon eigentlich. Ja. Dann war's das vom heutigen Video. Ich versuche, so schnell wie möglich fit zu werden, dass ich wieder streamen kann und so. Und das ist ja der Stream wieder richtig gebockt, deswegen will ich da wieder ein bisschen reinhasseln. Ja, ich wünsche euch dann soweit ein schönes Wochenende. Die meisten müssen jetzt auch das letzte Wochenende in den Ferien haben und dann ist wieder Schule. Ich verabschiede mich, euch allen einen fetten Kuss auf die Nuss und auf die Augen. Ich bin raus, macht's gut, tschüss.